Hallo und herzlich willkommen zu Inside Yola. Mein Name ist Elmar Friedrichs und ich bin bei Yola für das Marketing zuständig. Unsere Welt ist die eines international agierenden mittelständischen Unternehmens mit rund 60 Mitarbeitern, hier am Standort Lamprecht, mitten im Pfälzerwald in Deutschland. Mein Name ist Dirk Kuczynski und ich bin technischer Verkaufsberater. Unsere Welt ist die eines marktbekannten Herstellers von technischen Geräten, der Mess- und Regeltechnik, hauptsächlich zur Füllstandsmessung und Leckagedetektion von Flüssigkeiten. Und ich bin Lars Mattil. Mein Großvater Karl Mattil gründete im Jahr 1952 unser Unternehmen Yola Spezialschalter. Ich bin in dritter Familiengeneration der vierte Geschäftsleiter. Unsere Welt ist schließlich die eines Marktakteurs, der Themen, Trends und Moden hat kommen und gehen sehen und sich weiterentwickelt hat. Gleichzeitig also für Stabilität und Veränderung steht. Sie sind hier also genau richtig, wenn Sie Planer, Einkäufer oder der Fachmann vor Ort sind. Oder wenn du Schüler, Azubi oder Student bist. Oder wenn schlicht und einfach Interesse an Technik und oder Wirtschaftsthemen besteht. Auf unserem Kanal werden wir regelmäßig über Neuigkeiten und Klassiker aus unserem Unternehmensalltag berichten. Dabei werden wir den Fokus auf technische Sachverhalte, Höhepunkte aus unserem Portfolio und darauf begleitende Aspekte richten. Wir berichten also live aus dem Alltag eines mittelständischen deutschen Familienunternehmens. Herr Friedrichs und Herr Kuczynski werden dabei Ihre Moderatoren sein. Die allgemeinen, eher nicht technischen Themen werde ich begleiten. Wie begegnet ein typischer mittelständischer Betrieb neuen oder alten Herausforderungen? Wie zeigt sich Nachhaltigkeit konkret im Unternehmen? Und was heißt es bei uns im Alltag, eine Firmentradition auch zu leben? Ich übernehme die Vorstellung der Produkte und technischen Aspekte. Zum Beispiel, wie funktioniert ein Schwimmschalter? Welche Lösungen gibt es, um Flüssigkeitsleckagen frühzeitig zu erkennen, die auf der Umwelt schaden und hohe Folgekosten mit sich bringen können? Wie kann man die Anforderungen des Explosionsschutzes vor Ort erfüllen? Und vieles mehr. Bei so vielen interessanten Inhalten sollte ich mich etwas seltener zu Wort melden und nur dann sprechen, wenn es etwas Besonderes gibt oder nach meiner Meinung gefragt wird. Wir hoffen, wir sehen uns regelmäßig auf diesem Kanal. Inside Yola, immer neu am ersten Montag des Monats. Und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Bis bald!